Meine letzte Frage geht an Sie alle, meine Herren. Hierzulande wird ja in den Schulen nach wie vor gelehrt, dass Deutschland zwar nicht einzig schuldig, wohl aber hauptverantwortlich für den Ausbruch des Ersten Weltkriegs gewesen sei. Müssen denn unsere Schulbücher 100 Jahre nach all dem jetzt umgeschrieben werden? Fangen wir mal an mit Ihnen, Sönke Neitzel. Ja, müssen Sie, denn ich glaube, es ist, Chris Clark hat ja, wenn man mal hart will, gar nichts Neues geschrieben, denn es ist in vielen anderen Büchern in den letzten Jahren auch da, es ist eine europäische Krise. Und ich glaube, wir müssen dieses Verdikt der Hauptschuld einfach relativieren und jede Generation, jede junge Generation braucht eine neue Sicht, entwickelt eine neue Sicht auf die Dinge. Das war schon immer so, insofern würde ich sagen, ja. Wolfram Wette. Revision findet immer statt, da bin ich mit Ihnen völlig einer Meinung. Gleichwohl glaube ich, dass die Geschichtsbücher nur in dem Punkt umgeschrieben werden müssen, dass die Europäisierung des Blickes erreicht wird. Das ist ja in den ganzen letzten Jahrzehnten noch nicht geleistet worden. Insofern wird es mehr europäische Geschichtsbücher geben als deutsche Geschichtsbücher. Aber innerhalb dessen wird die Fritz-Fischer-These von der Hauptverantwortung für den Ersten Weltkrieg nach meiner Kenntnis der Dinge bestehen bleiben. Christopher Clark. Also ich finde, durch eine Europäisierung des Blickes sozusagen auf diese Krise greift der Begriff Schuld eben nicht mehr, weil man dann von einem Merkmal des Systems, einem Merkmal der damaligen politischen Kultur, die bei allen Entscheidungsträgern zu sehen ist, sprechen muss, nicht von Schuld. Und ich finde, das noch entstehende Europa, hoffentlich noch entstehende Europa in viel Zukunft, was ich auch sehr hoffe, braucht eine Geschichte und diese Geschichte muss man schreiben. Nicht erfinden, aber die Geschichte Europas schreiben. Und diese Krise war eine europäische Krise, der Krieg war eine europäische Katastrophe und dafür würde ich auch weiterhin plädieren.